Der Sichtschirm eines Oszilloskops. Was er zeigt, wäre ohne technische Hilfe unsichtbar. Die Vorgänge im Stromkreis. Seit Entdeckung der Elektrizität hatten sich Forscher eine Apparatur gewünscht, die solche Einblicke gewährt. 1897 kam sie mit Carl Ferdinand Brauns Kathodenstrahlröhre. Doch längst schauen nicht nur Forscher in die Braunsche Röhre, wenn sie Neues erfahren wollen. Sie ist das Herzstück fast aller Fernsehgeräte und damit weltweit verbreitet. Zur Zeit ihrer Erfindung lehrte Professor Carl Ferdinand Braun in Straßburg am Physikalischen Institut. Mit Strahlung beschäftigte sich Braun erstmals intensiver, als er jenes Phänomen studierte, dessen Entdeckung die Wissenschaftswelt damals förmlich elektrisierte: die X-Strahlen, besser bekannt als Röntgenstrahlen. Straßburg, Januar 1896. Braun bekommt Post aus Würzburg. Es ist Wilhelm Conrad Röntgens Abhandlung über eine neue Art von Strahlen. Röntgen beschreibt darin sein jüngstes Experiment. Hohe elektrische Spannung in einer nahezu luftleeren Röhre führt zu Entladungen, die in einem verdunkelten Raum als Aufleuchten zu erkennen sind. Das Überraschende: die Entladungen sind auch sichtbar, wenn die Röhre mit einem schwarzen Karton abgedeckt wird. Sie lassen einen fluoreszierenden Pappschirm hell aufleuchten. Bald zeigt sich, dass neben schwarzem Karton auch andere Körper die Strahlen passieren lassen. Röntgen kann durch Gegenstände aus einem Labor förmlich hindurchsehen. Carl Ferdinand Braun findet heraus, dass die Ursache für das Entstehen der Röntgenstrahlen eigentlich die Kathodenstrahlen sind. Diese waren schon länger bekannt. Julius Plücker, Mathematiker und Physiker in Bonn, hatte sie entdeckt. Bei Entladungen in fast luftleeren Röhren registrierte Plücker in der Umgebung der Kathode ein fluoreszierendes Leuchten. Das ließ ihn auf die Existenz von Kathodenstrahlen schließen. Als Kathode bezeichnet man in einer Vakuumröhre, wie der Braunschen Röhre, diejenige Elektrode, die mit dem negativen Pol der Spannungsquelle verbunden ist. Das Prinzip der Kathodenstrahlen: nach dem Anlegen einer hohen Spannung lösen sich durch den sogenannten Tunneleffekt freie Elektronen von der Kathode ab. In einem elektrischen Feld vor der Kathode werden diese Elektronen beschleunigt. Der Effekt: das Bündel der Kathodenstrahlen breitet sich geradlinig aus und trifft auf die Röhrenwand. Straßburg, Februar 1897. Braun verfolgt seit einem Jahr fieberhaft eine Idee. Er will aus der Kathodenstrahlröhre ein Beobachtungsinstrument für elektrischen Strom machen. Nach langen Berechnungen findet er die geeignete Form der Röhre. Die Strahlen gehen senkrecht von der Kathode ab. Durch eine Bohrung in einer Blechscheibe soll das Strahlenbündel als Lichtpunkt auf der Röhrenwand sichtbar werden. Mit einer Influenzmaschine erzeugt ein Assistent die für den Versuch nötige Hochspannung. Die Röhre funktioniert wie erwartet. Mit einem Magneten in der Hand kann Braun den Kathodenstrahl aus seiner geraden Richtung ablenken. Braun wusste, dass noch eine weitere Ablenkung des Strahls in einer zweiten Ebene nötig war. Erst damit konnte er den Schwingungsverlauf der elektrischen Spannung in seiner zeitlichen Abfolge sichtbar machen. Und das war es ja, was er sich gewünscht hatte. Von einer Patentierung seiner Erfindung hielt Braun nichts.
Stattdessen veröffentlichte er sogleich eine präzise Beschreibung. Braun wollte jedem Physiker das neue Hilfsmittel zugänglich machen. Im aufkommenden Elektrizitätszeitalter erwies sich die Braunsche Röhre, wie sie bald allgemein genannt wurde, als wahrer Segen für die Forschung. Die Physiker hatten Grund zum Jubel. Erstmals waren mit der Braunschen Röhre Aufschlüsse über die komplizierten Vorgänge im Stromkreis möglich. Braun selbst wies nach, dass der Wechselstrom aus dem Elektrizitätswerk in Straßburg mit 50 ganzen Schwingungen pro Sekunde arbeitete. Diese Frequenz ist bis heute in Europa üblich. Braun war ein Mann der Wissenschaft durch und durch. Schon bald nach der Kathodenstrahlröhre wandte er sich neuen Zielen zu. So nutzte der Halbleiterexperte den von ihm entdeckten Gleichrichtereffekt, um den Kristalldetektor zu bauen. Als Empfänger in der drahtlosen Telegrafie und im Rundfunk war er jahrzehntelang konkurrenzlos. Braun entwickelte auch einen Sender. 1909 erhielt er den Physiknobelpreis für seine Verdienste um den weltweiten Telegrafenverkehr. Für die Braunsche Röhre kamen vom deutschen Physiker Arthur Wehnelt Anfang des 20. Jahrhunderts wesentliche Verbesserungen hinzu. Wehnelts Glühkathode, ein dünner Platindraht, der von einem Heizstrom durchflossen wurde. Diese Glühkathode erleichterte den Betrieb der Braunschen Röhre erheblich. Denn damit waren nur noch wenige 100 Volt Spannung nötig, statt mehrerer 10.000 wie bei Brauns Urmodell. Wehnelt ersann auch eine neuartige Steuerungselektrode für den Kathodenstrahl, den sogenannten Wehnelt-Zylinder. Die Röhre erreichte eine solche Perfektion, dass sie als Oszilloskop im Labor bis heute praktisch unverändert blieb. Das Prinzip: Von der Glühkathode werden Elektronen emittiert. Eine Linse bündelt sie zu einem Strahl. Der Wehnelt-Zylinder dient zu dessen Helligkeitsmodulation. Die Anode ist als Lochblende ausgeführt. Sie beschleunigt die zum Strahl gebündelten Elektronen. Die Ablenkplatten erzeugen ein elektrisches Feld senkrecht zum Elektronenstrahl. So bewirken sie eine Auslenkung des Leuchtflecks am Bildschirm. Tower Frankfurt, Flugsicherungskontrollraum. Braunsche Röhren dienen hier als Sichtschirme für Radaranlagen. Die Radartechnik arbeitet mit winzigsten Zeitspannen. Alle 200 Mikrosekunden wird ein Radarimpuls ausgesendet. Ein Flugzeug, das diesen Radarimpuls reflektiert und auf die Erde zurückwirft, erkennt der Fluglotse im Kontrollraum als einen leuchtenden Punkt auf dem Bildschirm, der sich rasch bewegt. Die Radartechnik gehört heute zu den wichtigsten Anwendungen für die Braunsche Röhre. Eine weitere, kaum weniger wichtige, kennt wohl jedes Kind: das Fernsehen. Ein schreibender Lichtstrahl. In den Anfangstagen des Fernsehens erklärte man sich das Wirken der elektrischen Kräfte im Inneren einer Bildröhre auf recht anschauliche Weise. Heinzelmännchen zur Helligkeitsmodulation des Kathodenstrahls und zu seiner Ablenkung von links nach rechts, von oben nach unten. Fernsehen, keine Hexerei. Der Kathodenstrahl tastet den Bildschirm zeilenweise ab. 25 Mal in der Sekunde überstreicht er die gesamte Fläche. Aus diesen schnellen Bewegungen setzt unser Auge eine kontinuierliche Abfolge der Bilder zusammen. Max Diekmann, ein Assistent Brauns, hatte früh erkannt, dass mit der Braunschen Röhre der Traum vom Fernsehen möglich war. Zusammen mit Gustav Glage ließ er 1906 die Übertragung von schwarz-weißen Standbildern patentieren. Laufen lernten die Fernsehbilder einige Jahre darauf. Vladim Zvorekin, ein russischer Emigrant, entwickelte Mitte der 20er Jahre in den USA das Ikonoskop, eine Röhre für elektronische Bildaufnahmen. Vorbild war die Braunsche Röhre.
Testsendungen strahlte Zworykin ab 1934 über Ultrakurzwelle aus. Ein Jahr später ging das Fernsehen auch in Deutschland auf Sendung. Achtung, Achtung! Hier sind die Ultrakurzwellensender Berlin-Witzleben auf Welle 6,772 Meter für Bild und auf Welle 7,06 Meter für Ton. Das Reichspostzentrum. In Berlin und anderen Städten wurden öffentliche Fernsehstuben eingerichtet. Man bloß gut, dass alles Schwindel ist, nicht? Die Übertragung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin war die Bewährungsprobe für das Fernsehen. So unerhört direkt und lebensnah wurde noch niemals zuvor über Ereignisse berichtet. Nach diesen ersten Gehversuchen für das neue Medium dauerte es noch anderthalb Jahrzehnte, bis die Empfänger von den Fernsehstuben in die Wohnstuben der Nachkriegszeit kamen. Braun selbst hat an dieses Wunder für Millionen, ja Milliarden Menschen ursprünglich gar nicht gedacht. Er hatte seine Röhre ausschließlich als Werkzeug für die Wissenschaft gesehen. Moderne Farbbildröhren besitzen statt wie ursprünglich eines nun drei Strahlsysteme für Rot, Grün und Blau. Die Farben entstehen auf dem Bildschirm, der ein Raster mit unterschiedlichen Leuchtstoffen für die drei Farben besitzt. An Brauns Prinzip hat auch die Farbfernsehtechnik nichts geändert. Wie ein großes Kunstwerk, wie ein Naturgesetz, so urteilte vor Jahren ein Historiker, ist die Braunsche Röhre so einfach und vollkommen zugleich, dass Änderungen weder erforderlich noch möglich waren. Erst in jüngster Zeit hat die Röhre Konkurrenz bekommen. Bildschirme aus Flüssigkristallen, sogenannte LCD-Bildschirme. Flach und federleicht eignen sie sich besonders für den mobilen Einsatz. Ein Computer, handlich wie ein Notizblock, mit dem Bildschirm als Eingabefeld, solch ein Gerät hätte wohl auch Professor Braun in einiges Erstaunen versetzt, wenn er es jemals gesehen hätte. Karl Ferdinand Braun, Schöpfer der Kathodenstrahlröhre, starb im April 1918 im Alter von 68 Jahren.